Hi guys, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die auf meinem Kanal. Entschuldigung. Nachdem wir ja gestern so erfolgreich zwei Schatzkisten ausgegraben haben, nee, Quatsch, war nur eine Schatzkiste. Der andere komischerweise noch nicht mal auf der Karte gewesen, das Scheißding. Ah ja, kann man nichts machen. Nach vorne gucken. Plan heute. Quest machen und dann weiterschauen. Und da ist auch schon das Geräusch, auf das wir warten. So, kleinen Moment. 115 Schuss. Nein, das ist bis. Ja, sollte. Kann ich schon die MP5? Da haben wir noch einen Punkt. Da haben wir noch einen Punkt. Wir haben noch einen Punkt. Den machen wir nicht da rein. Den haben wir schon. Maschinenpistole. Wie heißt das Ding denn? Ich komme nicht drauf. Ich habe gerade eine Denkblockade, Leute. Das machen wir aber so. Ist mir lieber, ich fühle mich sicherer damit. So. Aufs Moped, ab zur Quest. Bis gleich. So, lieber Händler, jetzt gib uns bitte was Schönes, was Tolles, was Überragendes. Halt, haben wir noch einen Punkt? Ja. Den machen wir doch dann da rein. Now we're cooking with gas. Ich nehme die Pumpgun bitte. Sehr nett von dir, danke. So, einmal das. Einmal das. Damit ich die nicht aus Versehen verkaufe, geht die nach unten. So, wir haben das, 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 das. Ja, 8000 plus gemacht. Ein bisschen mehr wie 8000. Ja, fast 9000. 9000. 9000, was haben wir denn? Was haben wir denn? Nichts Besonderes. Hier, Schlagmann. Starknüppel, sehr gut, nehme ich. Die nehmen wir auch. Die nehmen wir auch. Gut. Das war's hier. Ich fahre jetzt schnell heim, sortiere die Sachen und dann sehen wir uns dann gleich hier beim Händler U. Da bin ich mal gespannt, was der U für uns hat. Ob der irgendwas Schönes für uns hat. Ja, guck nicht so, laber nicht so lang rum. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Das, das nehmen wir. Das Schießpulver nehmen wir mit. Was haben wir hier? Mal finden. Mal hier nochmal ein paar Schüsschen, noch eine Mod, die nehmen wir gerne mit. Den nehmen wir auch mit. So, ansonsten durchgucken. Antibiotika. Ja. Ist nichts, was mich
so direkt anspringt, die nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mit. Gut, das war dieser. Fliegende Wechsel zum anderen U. So, nachdem der erste U ja eher so durchwachsen war, no public bathrooms here. Da haben wir noch nicht geplündert. Na gut, nehmen wir gerne mit. Schauen wir mal, was er so übrig hat. Intaktes Sturm, ja, wir haben eine MP, eine MP, ja, eine AK. Wir haben eine AK. Sonst noch irgendwas, was mich interessieren könnte? Bruchsand, ja, Ölschieber nehmen wir mit. Handfeuerwaffenteile nehmen wir mit. Schrotflinte nehmen wir mit. Stahlrüstung. Können wir mal mitnehmen. Der große Krupp. Ja, kann man finden. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, ist ja jetzt nicht so der wahre Jakob gewesen. Jetzt wollen wir zum Rektfahren, 2,6 Kilometer. Na. Wir machen so. Ich fahre zurück und wir randalieren noch ein bisschen in der Nachbarschaft. Ich habe da ein schönes Gebäude gefunden, wo wir noch ein bisschen rumrandalieren können. Einmal nachladen, bitte. Vier Stück. Alles normale, gut. Bummacht. Hatte Bummacht. Da bist du. Und Schuss, Marlene. Da war der Glockenturm. So, einmal hier rüber. Und dann hier durch. Ist da jemand drin? Verzieh doch vom Feinsten, du Depp. Ne, ist natürlich keiner drin. Ja, das heißt, ich geh mal runter. Da sind Bücher. Haben wir leider schon. Verbesserte Fittingsmod, das ist schön. Klingenfallen, das ist noch schöner. Ein Bolzen wieder. Bisschen Pipiwasser. Tja. Seh dich. Ich wusste doch, dass hier welche sind. Aua! Der letzte war doch unnötig. Der letzte war unnötig. Das
noch mit. Das bisschen Plastik nehmen wir mit. Sonst sowas hier? Ne, sieht nicht so aus. Draußen läuft einer rum, ich schwöre dich. Wir haben hier reingefallen, okay. Nehmen wir die doch wieder mit. Nehmen wir die doch wieder mit. Ja. Ja, ein bisschen nass. Einmal hier. Das sind einige. Ja, die Holzfäller, die Holzfäller sind nicht ohne. Nicht aufs Mauerwerk hauen. Klo. Da war die Toilette. Ja, die Rohre können wir mitnehmen. Immer gut gebrauchen. Was ist hier drin? Bisschen Plastik. Hier noch ein paar Rohre. Sonst noch was sieht das aus. Bücher. Ja, haben wir aber schon. Automatische Maschinengewehr schützt schon, das ist fein. That's nice. Einmal das einwerfen. Ja, dann machen wir schnell hier die Kisten auf. Dann hat die Hauptkiste, dann haben wir's. Dann haben wir da noch einen schönen, noch schön rumrandaliert zum Schluss. Ja, ein paar Schuss, das ist okay. Mit Dubsy. Ja, die können wir zerlegen. Ich habe eine 5er. Eventuell für die automatische Schrotflinte dann. So. Sag mal hier. Trinken. Nein! Trinken, nicht zerstören, du doof. Raus. Raus. Trinken. Rohrbombe lesen wir. Fertige High Power 9mm Munition nehmen wir. Batteriebank nehmen wir auch. Dann machen wir ein wenig Bumm. Bumm! Sag ich doch. Die beiden wieder austauschen. Hier drin eine Schatzkarte. 14 Dübel, ach Dübel, ja, Dietriche. Ja.
Hat sich ja gelohnt eigentlich. Hat sich ja eigentlich gelohnt. Sind wir mal ehrlich. Und hier geht's raus. Juti, wo steht mein Moped? Da steht mein Moped. Da ist es, da ist es, da ist es. So. Wird Zeit, ab nach Hause. Home sweet home. Dann machen wir das auch mal so weit leer. Bisschen tanken müssen wir, glaube ich. Ja, ein bisschen was ging rein. Ich habe da ja vorhin auch mal schnell noch die Mod reingemacht für Sprit zu sparen und auch eine Mod, wodurch, ah, sag doch schnell, ich bin zu doof, 2 Sandgleis hätte ich zu machen, merke ich gerade mal wieder. Ach, die Lichtmod. Die Lichtmod fürs Moped. Irgendwie habe ich Wortfindungsstörung manchmal. Halt, wird ausgetauscht. Ja. Die ist was wert, die wird repariert. Mods. Wenn nicht die. Schrotflintenmod. Doch. Die 2 Taschenmatt haben wir noch nicht. Oder? Nein. Doch, Doppeltaschenmatt. Sehr gut. Sehr gut.